Martin Baumgartner aus Augsburg. Das Haus hat er von seiner Oma geerbt. Deswegen hat er Geld für andere, wichtigere Dinge. In der Garage steht Martins ganzer Stolz. Ist die Plane eigentlich immer auf dem Ferrari, Herr Baumgartner? Ja, in der Regel schon, also fast immer. Das Auto, wenn es sauber ist, ist er zugedeckt. Und bekommt man die mitgeliefert, wenn man sich einen Ferrari kauft? Nein, leider nicht. Bei Ferrari gibt es leider nichts kostenlos. Was muss man für so eine Plane bezahlen? Original-Ferrari-Plane müssen Sie dabei sein bei so ca. ich sage jetzt mal 500 Euro. Und steht der meistens in der Garage, das Auto? Oder? Immer, immer. Nach der Benutzung grundsätzlich in der Garage. Also immer. Ich habe allerdings Angst, wie gesagt, auch aus dem Grund, dass ich sage jetzt mal schöne Zierstreifen gibt oder mit dem Auto. Oder es gibt auch viele, ich sage auch Kinder, die begeistern sich für das Auto, ist ja klar. Habe ich auch gemacht, aber es geht jeder drum rum, ein Auto anschauen und ein Auto anlangen ist als andere. Reißverschluss und so, sie verkratzen halt immer alles und das Risiko ist groß. Das ist also zum Beispiel ein Stück, das habe ich von einem guten Kumpel gekriegt zu Weihnachten, das war ein Weihnachtsgeschenk. Und mir ist das einfach, ich sage jetzt mal, zu schade zum Benutzen. Darum liegt es jetzt auf dem Stapel drauf mit diesen Rennreifen. Das sind Reifen vom Motorrad Capri. Und ein DTM-Reifen ist das. Das ist wieder was Besonderes. Das gehört nicht zum Tragen, das gehört normal nur zum Anschauen. Und das ist eine Uhr, von der sind 50 Stück weltweit gebaut worden. Und das ist die 23. Das ist hinten eingraviert von Ferrari. Und das ist halt, wie gesagt, sind so kleine Schätzler. Zu schade zum Tragen. Und mein Gott, man muss ja nicht unbedingt mit sowas porzen. Es macht auch Spaß zum Anschauen. Martin Baumgartner schwärmte schon als Kind für Ferrari. Doch in seinem Job als Kfz-Mechaniker war ihm sofort klar, dass er sich von dem Gehalt niemals einen Ferrari leisten könnte. Schließlich kündigte der heute 40-Jährige und arbeitete bis zu 18 Stunden am Tag als Getränkefahrer. Ein harter, aber gut bezahlter Job. Mit seinen Freunden fährt Martin aus, natürlich nur bei schönem Wetter. Kommt von hinten. Und dann ist es einfach, wenn man langsam mal gemütlich über die Landstraße bummelt, geht schon, aber eigentlich, wenn man mal ein bisschen Gas gibt, ist vom Radio nicht mehr viel da. Martin Baumgartner ist so Ferrari versessen, dass seine Freunde ihn meistens Enzo nennen. Hab ich dir gesagt, dass wir da nehmen müssen. Wenn sie nicht gerade Auto fahren, sind sie wo sonst in der Werkstatt, um sich dort ihrem Hobby zu widmen. Wichtige Informationen zum Thema Autopflege eingeschlossen. Es soll ganz Verrückte geben, wie mein Freund Enzo. Wenn Fliegen auf dem Auto sind, dann werden sie nicht wegpoliert. Die werden mit nassem Zeitungspapier eingeweicht. Über Nacht lässt man das einziehen und am nächsten Tag wird es abgezogen, die Druckerschwärze abgewaschen und der Lack ist wieder wie neu. System Enzo. Ist es wahr, Herr Baumgartner? Der Kollege sagt, aber es stimmt, das ist die beste Möglichkeit, wie Sie Lack schon sowas wegkriegen. Also nichts reiben, nichts rubbeln, gar nichts, geht von ganz alleine. Das Wasser macht's. Und wo lernt man sowas? Auf Ferrari-Lehrgängen oder? Literatur. Viele Autozeitschriften und alles Mögliche, was es gibt. Und irgendwo steht schon wieder was drin. Wie lange braucht man dann, bis das Auto wieder richtig sauber ist? Vom Anfang bis zum Ende, wenn Sie das alles miteinander nehmen, also es ist gleich ein halber Tag, ist gleich weg. Bei allen Unterschieden verbindet Martin und seine Freunde die Liebe zu Ferrari. Ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die einen Ferrari als Statussymbol brauchen, was immer dieses Auto kosten mag. Und es gibt auch Menschen, die dieses Auto lieben. Und wo immer nicht so viel Geld im Spiel ist, ist die Liebe meistens größer. Martin Baumgartners Liebe ist groß, sehr groß.
In das Auto, wenn ich reinsteige, das ist natürlich, das war damals der Wahnsinn. Also ich sage, ich habe ein anderes Auto vor Garage hingefahren, einen Zentimeter weg, dass ja nicht einmal irgendwie der Kleinste irgendwie von der Kleinen irgendwie reinkommt in die Garage, die doppelt gesichert. Aber es war ja, immer schon das Weite. Also dieses Traumerlebnis in meinem Leben war das, muss ich sagen, wie ich damals da hochgefahren bin nach Kassel. Und da habe ich das Auto gekauft und abgeholt dann. Das war schlichtweg der Wahnsinn.